Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. So, Boss-Time würde ich sagen. Wir probieren mal, ob wir den hier jetzt endlich legen können. Ich habe ja schon ein paar Versuche gehabt und habe den leider nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob man den überhaupt schon schaffen soll mit der aktuellen Energie, was wir jetzt hier gerade haben. Ich muss auch sagen, ich habe noch gar nicht so viel rüstungstechnisch gemacht. Also ich habe zwar jetzt den auf Stufe 2, aber man kann das bestimmt noch aufrüsten für Runen und so weiter. Und Runen habe ich eigentlich noch gar nicht drin, außer in der Waffe hier. Da bin ich plus 2,4 Stärke Angriffsrune. Ich könnte mal schauen, gibt es hier noch was anderes? Leichter Schaden, Tempo, Angriff. Ja. Leichter Schaden, schwerer Schaden. Blocken, Angriffsschaden von hinten. Gewicht. Also ich habe noch gar nicht so viel, aber wir probieren es jetzt trotzdem nochmal. Du bist weit weg von Be Mein Name, ihr ganz nur ihr erlegt. Ich stab. Ich fühle mich. Für Ragnar, für Ruhm und für alle Drängen erhebe ich meine Klinge. Ja, der trifft mich halt immer. Ah, der macht so einen Schaden. Ah, das ist ein Schwein. Ich weide deine Leiche aus. Das ist so heftig. Du kommst doch nicht mehr weg dann. Du wirst die Firma nähren. Wer kann man parieren? Kann man nicht. Okay. Wir müssen schauen, dass wir den parieren. Okay, Leute, wir probieren es nochmal. Aber diesmal gleich mit parieren. Wir können sich erstmal vielleicht den Loot einsammeln. Hier, glaube ich, nichts, gell? Du bist weit weg. Mein Name, ihr ganz nur so. Hier lernte ich, er erlegte ihn allein. Ich starb nicht. Ich fühle mich geht. Für Ragnar, für Ruhm und für alle Drängen erhebe ich meine Klinge. Alles, was zählt. Den kann ich nicht parieren, okay.
Ah, den vergesse ich jedes Mal. Wird die Firma nähren. Du bist ein echter Dreng. Ragnar hätte dich gemocht. Du wirst die Firma nähren. Huh. Oh, Bildbachgerät, Leute. Das Bildbachgerät. Ein gebührendes Ende nach ehrbaren Kämpfen. Nun werde ich meinen Bruder wiedersehen, der dem Tod ins Auge lachte. Die Geißel Englerlands, Ragnar Lodbrok. Lebe wohl, Dränger. Lausche den Hufschlägen und folge der Walküre nach Haus. Okay, Rätsel abgeschlossen. Damit sind alle Rätsel auf Riagal Flicky. Keine Ahnung, alles abgeschlossen. Wir haben Speer bekommen. Scheint auch nicht recht viel besser. Okay. Gut. Dann schauen wir auf die Karte. Wir müssen jetzt noch ein Reichtum holen. Dann ist auch die Welt abgeschlossen. Dann sind wir der hier oben. Ich wollte mich jetzt mal hier in dem Bereich von der Insel mal ein bisschen umschauen. Da muss ja irgendwo der Schlüssel sein. Das gibt's doch gar nicht. Der hier, habe ich gesehen, ist auch noch so eine Art Haus oder so. Da werden wir jetzt mal da hinten hingehen. Oh, und wir können sogar gleich eine Schnellreise hier machen. Das ist ja top. Machen wir hier mal einen Marker hin. Und eine Schnellreise. Hier müssen wir an die Ruder. Okay. Ey, ich muss auf jeden Fall mal ein bisschen testen mit den ganzen Runen und so weiter. Also das heißt, ich werde wahrscheinlich zum Schmied müssen und hier meine... Schauen, ob wir die Rüstung noch ein bisschen höher kriegen, irgendwie. Dass wir da Runen einsetzen könnten. Wölfe. Oh. Das muss das Rudel gewesen sein, mit dem Örnir zu kämpfen hatte. Fälle wenigstens. Fälle sind immer gut. Er wollte sie jagen. Örnirs Tagebuch 3. Hymir war gestern Nacht weg, aber nicht um zu fressen. Er verteidigte uns gegen die Dunkelheit, während ich schlief. Ich begrub seine
Gebeine im Mondlicht, während seine Mörder ihr grausiges Todeslied heulten. Die Ränke von Haralds Hof sind die verblasste Erinnerung Ymir. Ymir war ein guter Hund und treuer Gefährte. Ich bin allein, doch Wut brennt mit kalter Flamme. Okay. Okay, dann haben wir den Schlüssel. Sehr schön. War das überhaupt ein Haus hier? Nee, das waren Felsen. Das hat man auf der Karte gar nicht richtig erkannt. Sehr schön. Dann machen wir... Können wir die Insel abschließen? Dann haben wir in dem Gebiet alles erledigt, was man erledigen kann, Leute. Ich werde dann bloß auch mal nach Vornberg zurück und schauen, ob wir rüstungstechnisch noch was erledigen können. Sehr schön. Verlassenes Landhaus. Kohlebarren. Niemand ist mehr auf dieser Insel. Ich sollte wieder gehen. Riegler Ficky. Abgeschlossen. Schauen wir uns nochmal an, Leute. Seht ihr unten? Alles abgeschlossen. So, ihr seht's nicht. Hat die Masche das Bachgerät aus. Okay, dann würde ich sagen. Wo müssen wir hier eigentlich hin? Zu der Hauptquest? Dorthin? Okay, das machen wir jetzt aber nicht. Wir schauen jetzt mal am Vornberg bis um. Wir können bestimmt noch die Quest abgeben mit dem Hirsch. Da mussten wir den großen Hirschen erledigen. Ja. Gehen wir erstmal zu der komischen Frau da oben. Müsste irgendwo hier oben gewesen sein. Proviant ist voll. Ah, der ist es nicht. Ich glaube, die war da oben. Ja, das müsste sein. Hallo? Hallo? Nee, die will nicht. Warum nicht? Ist die verbuggt, die Quest, oder was? Inventar. Ein Beweis für meinen Sieg über den Blutgewürsch. Der Gerber kann daraus schönes, schönen Jagdschatz machen. Okay, Schatzkartenhort. Okay, dann muss ich doch woanders hin vielleicht. Zeig mir, was vor uns liegt. Verkaufen wir mal das ganze Zeug ein bisschen. Wer möchte eine Geschichte hören? Wer hätte Freude an einer Göttergeschichte? Es gab immer Kriege, sogar. Gibt es keinen, der es mit mir aufnehmen will? Guten Tag. Okay, wir können wieder verkaufen.
Und zwar den ganzen Plunder. Und das behalte ich lieber mal alles. Kann ich gebrauchen. Mehr brauchst du nicht? Komm, was kannst du... Was hast du denn hier alles? Kann ich holen, wenn du magst. Eisenerz. Eisenerz brauchen wir doch immer, oder? Kaufen. Wir kaufen alles ab. Wir haben eh genug Geld. Eine gute Entscheidung. Leder. Weise Entscheidung. Das kannst du gerne haben. Mahlzeiten. Nee, Mahlzeiten brauchen wir nicht. Pfeile brauchen wir auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie wir die benutzen können. Dünne Pfeile für leichte Bögen. Vielleicht brauche ich dann einen anderen Bogen. Wir sehen uns bald wieder. Okay. Köcher ist jetzt upgradebar. Mahlzeiten brauchen wir noch ganz schön viel, ey. Okay, dann tun wir die Köcher nochmal verbessern. Und dann gehen wir nochmal zu unserem Schmied. Als Midgard noch jung war, war Asgard von Zwietracht zerrissen. Die kriegsgeborenen Esel. Willkommen zurück, Wolfsmal. Ah, da können wir nämlich... Wie kann ich das anschauen in der Vorschau? Komm, wir machen einmal voll die Rüstung. Können wir uns die Huhn reinknallen? Dann haben wir eventuell noch... unseren Bogen. Kosten 3! Alter Schwede! Oh. Brauchst du sonst noch etwas? Mehr brauche ich gerade nicht. Na, fast alles weg. Rausgeschossen. Kommt jederzeit wieder. Die Magie der Bande. Verstießen gegen die Sitten und mordeten in Odins Großa. Nicht genug Materialien. Okay.
Okay. Okay. Hier können wir aktuell... Ja, doch, 2 Fähigkeitspunkte haben wir sogar. Okay, Leute, dann würde ich sagen, hier sind wir voll. Warum ist jetzt hier schon wieder ein Schatz? Verstehe nicht. So ein kleiner zumindest. Den holen wir uns natürlich. Schnellreise, den haben wir uns doch eigentlich schon geholt, oder? Eivor! Wo ist das ja weg? Eivor! An die Ruder! Mehr Segel! Segel! Okay. Dann schauen wir nochmal auf die Karte. Okay, das müsste passen. So, wir müssen jetzt dort drüber. Ich würde sagen, wir könnten schon mit dem Boot da voll rumreisen. Ich glaube, gescheiter ist, wenn wir hier eine Schnellreise machen. Hier eine Schnellreise. Los geht's. Segel hoch!
Aber warum das Gebiet gleich so stark ist, das will ich mal gerne wissen. Warum ist es gleich 280? Normalerweise kloppen die mir mit einem Ding aus Leben dann. Bin ja auch jetzt, glaube ich, 27 oder so. Schaut mal, da werden wir unseren nächsten Angriff jetzt vorbereiten. Zeig es mir. Okay, das kleine Insel gibt es auch wieder einen Schatz. Hier gibt es ein Rätsel. Aber jetzt gehen wir erstmal zur Hauptstory weiter. Ich bin gespannt, wann wir nach Englerland kommen. Englerland. So, Leute, und wenn euch die Folge gefällt, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Schiffe in einem Hafen gesehen? Noch nie. Und es gab auch noch nie eine Versammlung von so vielen Königen. Okay. Finde Sigurd und sprich mit ihm. Bekanntmachung. König Harald sucht Krieger. König Harald bietet allen mutigen Männern und Frauen auf der Suche nach Ruhm und Reichtum Silber und gute Waffen. Wenn dich das reizt, halte nach König Haralds Schiffsausschau, der Vagbrotsjör. Frage nach Gudrun, dem Weisen. Eieieiei. Die haben schon ein bisschen mehr Power. Finde Sigurd. Meter? Warte mal, das machen wir mal weg. Schmutziger, angenagter Zettel. Die Schweine sind ins Haus eingebrochen und jetzt ist der Kellerschlüssel weg. Du bist damit dran, dich durch die Scheiße zu wühlen, Arthur. Unter uns. Okay, wie komme ich da runter? Irgendwo ein Eingang?
Mission 6 zu geben. Okay. Ah, das war der Schlüssel von den Schweinen. Halte R2 gedrückt. Okay. So. Gibt anscheinend auch wieder ein Artefakt. Machen wir noch ein bisschen Kleinmissionen, würde ich sagen, also Artefakte und sowas. Und dann schauen wir auch in der nächsten Folge dann auf jeden Fall, wie die Hauptstory weitergeht. Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Okay, das war es eh schon. Sieben Meter über uns. Okay. Okay. Was ist das? Das ist entweder so ein Duell oder sowas. So ein Wortgefecht. Artefakt schon wieder. Okay. Aber man muss aufpassen, dass man sich aus den Augen verliert, weil das irgendwie... Okay.
Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle auch Schluss. Und schauen in der nächsten Folge, wenn es weitergeht. Da machen wir auf jeden Fall mit der Hauptstory weiter, versprochen. Gut, dann ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, seid auf jeden Fall wieder dabei. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Ciao, ciao, Renger, euer Andi.